Eure letzten Alben kamen alle im Abstand von 2 Jahren. Jetzt gab es aber zum Album, das jetzt rauskam, einen Abstand von 3 Jahren. Was ist der Grund dafür? 3 Jahre ist ja erstmal keine lange Zeit im Vergleich zu anderen Bands, aber in der Tat haben wir es immer alle 2 Jahre geschafft. Aber dieses Mal lag es daran, dass wir wirklich an einem Punkt waren, wo wir die Band fast aufgelöst hätten, weil einige Bandmitglieder die Band verlassen haben. Mit denen sind wir immer noch sehr gut befreundet, aber die haben sich dann für Familie und Job entschieden. Wir mussten also lange suchen, aber am Ende waren wir erfolgreich. Jetzt haben wir sehr viel neues Blut in der Band und wieder richtig Elan und haben es dann doch geschafft, mit nur einem Jahr mehr Abstand die Platte aufzunehmen. Da sind wir sehr glücklich drüber. Und es bringt frischen Wind rein. Das bringt frischen Wind. Sie sind auch ein klein bisschen jünger, unsere neuen Monster in der Band. Sehr gut an ihren Instrumenten, sehr gute Songwriter und es macht so Spaß, wie es in der Anfangszeit gemacht hat. Und es gibt auch ein Video. Ja, wir sind gerade dran, den Videoclip fertigzustellen, den wir gerade gemacht haben, mit auch einer Schauspielerin aus Köln, die im Film und Fernsehen schon unterwegs war, zu dem Song Dreaming of the Devil. Das wird hoffentlich ein sehr gruseliges Video, was so ein bisschen von Exorzist und Ring und so weiter inspiriert ist. Apropos gruselig, wir sind hier auch an einem coolen Ort irgendwie und du hast gesagt, du hast ein Faible für gruselige Orte. Warum? Ja, in der Tat stehe ich sehr auf gruselige Orte. Ich bin jetzt nicht der Typ, der auf jeden Friedhof geht und Rotwein trinkt oder sowas. Also ganz so klischeehaft ist es nicht. Aber ich finde natürlich Burgruinen klasse, aber ich finde auch verlassene, verfallene Häuser klasse. Da gibt es ja in Köln ein paar, das Haus Fühlingen wäre eins zum Beispiel. Alte Psychiatrien, all sowas finde ich wahnsinnig faszinierend. Geschichten, die dahinter stecken. Glücklicherweise kann man ja hier in der Umgebung auch solche Gruselwanderungen machen und sowas. Den Werwolf gab es von Bedburg. Wir haben einige Historien in Köln und das finde ich als Gruselfan natürlich ganz fantastisch. Was war das Gruseligste, was du erlebt hast auf solchen Touren? Oh Gott, das ist echt... Also ehrlich gesagt, der Gedanke ist immer schön gruselig, aber einen Geist habe ich noch nicht gesehen. Also ich bin da sehr offen, möglicherweise gibt es Geister. Aber ehrlich gesagt, ich würde mich freuen, wenn mir mal einer unterkäme.